So, Leute, dann sind wir beim nächsten Booster. Crimson Vow Set Booster. Crimson Vow, das wohl schlechteste, verrufenste Set der letzten, keine Ahnung, 20 Jahre nach Kamigawa 1. Und ja, nicht zu Unrecht. Und oh mein Gott, wir haben ein unterschriebenes Land. Sehr cool. Direkt mit Fingerabdrücken drauf. Aber da ist eine Unterschrift. Man sieht sie nicht so gut, aber sie ist da. Und wir haben eine Foil-Insel. Oh mein Gott, ich hätte nicht über dieses Booster meckern sollen. Das ist jetzt schon besser wie fast alles, was ich jemals aus dem Set gezogen habe. Blood Fountain. Ein schwarzes Mana. Wenn der ins Spielfeld kommt, kriegen wir einen Blood Token. Blood Token kann man für einen Mana tappen, opfern, eine Karte abwerfen und eine Karte ziehen. Vier Mana, wir opfern den Blood Fountain und bringen eine Kreatur, zwei Kreaturen auf dem Friedhof zu auf die Hand. Nee. Falkenwrath, Celebrant, 5 Mana, 4 Menace. Wenn ins Spielfeld kommt, kriegen wir zwei Blood Token. Glauntless Guest, 3 Mana, 1-4. Wenn ins Spielfeld kommt, kriegen wir einen Blood Token. Wir können einen Blood Token nehmen, wenn wir einen Blood Token opfern, kriegen wir ein Leben. Unsere Thematik in diesem Set Booster ist Blood. Weil wer es vergessen hat, damals war es halt so, dass wir immer noch eine ziemlich harte Strukturierung der Kampfs, Nahkampfs hatten. Jetzt kriegen wir eine neue Thematik. Cartographs, Survey. Für 4 Mana gucken wir uns 7 Karten des Decks an. Bringen zwei Länder davon ins Spiel und legen den Rest getappt unter das Deck. Okay. Dann haben wir Ancient Lumbergnot, 4 Mana 1-4. Kreaturen hauen mit der Toughness zu, statt mit der Power. Sehr, sehr cool, weil er jetzt Streetfolk sehr, sehr geil in den guten Commander reinpasst. Child of the Pack, 4 Mana 2-5. 4 Mana kreieren wir einen Wolf-Token mit Daybound bzw. Nightbound. Ist sie halt selber ein Wolf und Kreaturen kriegen bloß 1 bis 0. Trampel. Cool. Voldaren Epicure, ein sehr geiles Artwork. Ein Mana 1-1, wenn der Spiel bekommt, vergeben mir ein Damage und kriegen einen Blood Token. Nicht jeder Gegner kriegt ein Damage. So. Blood Craze Socialite, 4 Mana 3-3 Menace, wenn der Spiel bekommt, kriegen wir einen Blood Token. Wenn der angreift, können wir einen Blood Token opfern und kriegt plus 2 bis Menace. Okay. Dann haben wir ein. Halana und Elena Partners. 4 Mana, 2-3, First Strike Reach. Zu Beginn des Combats legen wir X bis 1-1 Marken auf eine Kreatur, wobei X die Power von dem hier ist und sie kriegt Eile. Ja, dieses Schwarz-Weiß-Feeling hiervon erinnert mich an Double Masters. An Double. Double Up? Schreibt mir in die Kommentare, wie dieses Set hier ist. Das war grausam. What? Ich habe nie was über dieses Set gesagt. Das Set ist großartig. Cemetery Gatekeeper, 2 Mana 2-1, Erstschlag. Wenn sie ins Spiel wird, kommt, exilieren wir eine Karte zum Friedhof. Immer wenn der Spieler ein Land spielt oder eine Karte, die einen Kartentyp mit der exilten Karte gemeinsam hat, verliert der Gegner zwei Leben. Nee, der Spieler. Geiler Vampir. Sollte man viel mehr im Burn spielen, meiner Meinung nach. Dann haben wir eine Foil Rip Story Scap, 4 Mana 3-3 Exploit. Wenn der exploitet, bringen wir eine Instant of Sorcery aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Und Veil of Summer aus dem. Veil of Summer aus der Liste. Geil, die brauchte ich noch. Ein grünes Mana. Wir ziehen eine Karte, wenn der Gegner einen blauen oder schwarzen Zauber gewirkt hat. Und Zauber, die wir kontrollieren, können nicht gecountert werden diese Runde. Und ihr, also wir, also ich und Permanentes, die ich kontrolliere, haben Hexproof vor Blau und Schwarz. Geiles Teil. Geil, geiles Booster. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexate. Ciao, ciao.